Es ist, als hättet ihr mit eurer Kunst etwas in Ordnung gebracht. Und das ist eine feine Sache. Und dafür sind Geoden da. Wir bringen viel in Ordnung. Das ist vielleicht unsere Kunst. Also bringen die Trauer und die Frustration und naja, eben auch alles, was die Zwerge und die zwergische Gemeinschaft betrifft, sie bewegt wieder in Ordnung, so gut wir können. Ich weiß, ihr erfüllt damit eine wichtige Aufgabe und dadurch lastet auch eine enorme Verantwortung auf euren Schultern. Naja, es ist auch ehrlicherweise so, dass ich in den vergangenen Jahren weniger bei meinem Volk gewesen bin. Ich bin ja viel mit euch und den anderen herumgereist. Kann man mir schon mal vorwerfen, dass ich nicht genug meine Aufgaben wahrnehme. Aber auf der anderen Seite haben wir den Drachen erschlagen und die Verderber von Erz. Also, ich denke, doch, ich bin ganz gut dabei. Euer Volk musste euch leider in dieser Zeit missen. Aber ihr habt ja auch uns viel Gutes getan. Ihr kümmert euch ja auch darum, dass es uns gut geht. Denkt nur dran, wie ihr uns wegen Abelmir angesprochen habt. Naja, also das war ja nicht meine Initiative. Das muss ich ganz offen sagen. Ihr seid ja mit der Sache auf mich zugekommen. Und ich und Jalan haben ja dann gemeinsam, ich denke, eine gute Lösung gefunden. Wenn Abelmir jetzt in der nächsten Zeit gut unterstützen, ihm gut zureden und schauen, dass wir ihm Last von den Schultern nehmen können, wo es nur geht, dass er nicht noch tiefer in diese unglückselige Mühle hinabfährt. Aber wir müssen ihn auch schützen vor sich selbst, denn seine Neugier bringt ihn allzu oft in gefährliche Situationen. Und doch seid ihr es, der momentan Albträume hat und nicht er. Oder vielleicht hat er es auch nur verschwiegen. Das weiß ich natürlich nicht. Ja. Nun, ich bin immerhin offen und ehrlich mit so etwas. Ich denke, das ist wichtig. Man offen mit dem umgeht, was man hat und wie es einem geht. Nur dann kann einem ja auch geholfen werden. Es bringt nichts, sich zu verbergen. Verschweigen. Das stimmt, aber viele schämen sich dessen und naja, denken, sie wären schwach und wollen niemandem diese Schwäche zeigen. Aber das ist das nicht. Alleine sind wir alle schwach. Das ist richtig. Naja, und wir dürfen ja auch nicht vergessen. Nur der Hilfe zeigt, kann auch Hilfe empfangen. Also gewissermaßen, ihr versteht, nur wer um Hilfe bittet, dem kann man auch wirklich helfen. Nur wer bereit ist, Hilfe anzunehmen, dem bringt die Hilfe auch etwas. Ja, das stimmt. Und ich glaube, gerade in unserer Situation ist es wichtig, nicht den Blick für die schönen Dinge im Leben zu verlieren, in Angesicht von all dem Schrecken. Oh ja, da habt ihr auf jeden Fall recht. Sollte vielleicht demnächst auch wieder aufs Schiff gehen und ein bisschen an den schönen Dingen werkeln. Ich muss ja noch das Amulett aus den Gwenpetrylsteinen fertigstellen. Ich gleich eine Aufgabe. Ha. Ich bin schon sehr gespannt darauf, es fertig zu sehen. Und ja, schaut mal da hinten. Anscheinend kommen doch Leute in den Tempel. Oh ja. Diese kleine Herde von Pferdchen, sie wird jeden Tag größer. Ich weiß nicht, wer sie schnitzt, aber es erfreut mein Herz, sie dort stehen zu sehen. Es ist auf jeden Fall sehr schön, ja. Was möchte Abelmir in der Zeit tun? 2 Wochen Zeit. Ja, nachdem ich die Stadtfinanzen einigermaßen geklärt habe und alles sauber in Tabellen und Bücher übertragen habe, die Verträge überarbeitet habe und zur Unterschrift bereitgelegt habe, werde ich mich nun ja, meiner Idee in meinem Kopf, die bis jetzt noch nicht wirklich malerisch gut dargelegt ist, noch einmal versuchen. Und ich zeichne und skizziere diese Hand für Jalan
und würde sie dann, falls es meinen Vorstellungen entspricht, dann zu Angoschmina oder einem guten Schmied hier in Janka übergeben oder geben. Lahalgosch eventuell, wird natürlich auch gehen. Ja. Also es gibt hier sicherlich auch Schmiede, die du dann im Verlaufe der 2 Wochen kennenlernen kannst, aber gut sind die nicht, das sind dann halt irgendwie Gesellstatus. Dann würde ich wahrscheinlich zu Angoschmina gehen und ihr eine Schmiede organisieren zur Not. Ja. In der Stadt. Und ihr die Pläne erklären und die Pläne zeigen und meine Vorstellung und ja. Und hoffe, dass wie ich dann am Ende ein fertiges Werkstück habe, was ich Jalan anpassen kann. Ja, also es liegt wohl nicht selber an Angroschminia, aber der Stahl ist wohl nicht von guter Qualität, der dann hier gerade benutzt wird. Und da müsste man sich sicherlich noch ein weiteres Mal Gedanken machen. Vielleicht in Kuntium oder in Elburum, wo man eine größere und heißere Schmiede hat, so ihre Vermutung, also sie kann auf alle Fälle so die erste grobe Struktur mal entwerfen, aber ob man das dann als fertiges Stück dann an die Hand anbringt, sie rät davon ab. Das ist eine gute Idee, Kuntium hat viel besseren Stahl, also dann würde ich bis Kuntium warten. Kuntium oder vor allem der Maraskansche Stahl, der ist ja auch besonders schön und da dann im Schmiedeviertel kann man sicherlich sich eine Schmiede anwerben oder eben mit der Meisterin persönlich sprechen, auch wenn die nicht gut auf Jalan zu sprechen ist, aber also auf alle Fälle sollte man das nicht in Janka tun, aber sie guckt sich die Sachen an und daraus kann man sicherlich mehr machen. Okay. Noch irgendwas? Ja, ich war noch nicht. Sulamin, du hattest dein Gespräch mit Boltax. Was magst du noch tun? Verschiedene Dinge. Also zum einen braucht Sulamin natürlich auch noch Botenreiter, die ihre Briefe dann auch in die Gegend verteilen. Ich weiß nicht, wie kompliziert das ist. Möglicherweise etwas schwieriger. Vielleicht muss sie jemanden zu Fuß nach Yazirabad schicken und da finden sich dann Botenreiter. Genau, ich überlege gerade, das müssen natürlich vertrauenswürdige Leute sein. Jankana, dahergelaufene vielleicht wohl nicht. Oh. Du könntest Schiffsjungen abstellen. Mhm. Also so 2, 3 Schiffsjungen und einen Soldaten, meinetwegen den Knüppler könntest du nehmen. Und die schickst du nach Yazirabad, da sollen sie dann Botenreiter. Also vielleicht keine Beilunker, aber Botenreiter kriegst du auf alle Fälle. Gut, dann würde ich mich so um die, sagen wir mal, normaleren Briefe kümmern, die schreiben und verschicken. Und später unterhalte ich mich dann auch noch mit Jara Ben Harasami, denn für den habe ich einen Spezialauftrag. Was willst du von mir? Zunächst einmal möchte ich euch fragen, was ihr nun vorhabt, da eure Krieger alle getötet wurden. Nyanka hält mich nichts. Ich komme mit. Ihr habt Frauen. Ich habe einen Auftrag für euch. Was? Ich brauche einen schnellen und vertrauenswürdigen Reiter, der eine wichtige Nachricht nach Fazar zu Reshalia Ajer Khalil bringt. Ich kenne Fazar von Geschichten, aber nie da. Aber ich finde Weg, ich bin bester Reiter. Davon bin ich überzeugt. Du wirst dort die Ban Khalil kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht findest du dort neue Bekanntschaften. Weiter Weg. Ich war nie raus aus Jeremialet. Ich bin sicher, du wirst den Weg finden und vor allem kannst du auch Reshalia und den Ferkina dort berichten, was hier in Janka geschehen ist. Kein Ferkina so stark wie ich. Gut, dann geben wir dir noch einige Tage, bis du wieder ganz genesen bist. Und dann werde ich dir Geld geben, dass du dir ein Pferd in Yazirabad besorgen kannst. Ich werde die Ban Khalil unterwerfen. Viel Erfolg dabei. Er grinst.
Gut, und nachdem das besprochen ist, Sulamin gibt ihm noch eine Weile, dass er auch wirklich wieder fit ist und nicht halb angeschlagen die Reise antreten muss. Ja, wurde ja auf alle Fälle gut verarztet von Netja und kann dann, ja, grob nach dem 5., 6. Tag der Regeneration könnte er dann noch aufbrechen, also seine Knochen sind wieder gerichtet. Ja, und ansonsten setzt sich Sulamin mit der Stadt auseinander, über die man ihr die Verantwortung übertragen hat. Wer soll dein Vogt werden? Oder deine Vögtin? Also, ich finde den Plan nicht schlecht, dass Bilbo von Rabenmund hier bleiben und bei der Verwandlung helfen soll. Aber irgendwie so richtig als Vogt sehe ich ihn noch nicht. Das heißt, ich warte erstmal ab, was so für Antworten auf die Briefe kommen, die ich geschickt habe. Unter anderem, ob es irgendwann eine Zusage von Isha geben wird. Nach 2 Tagen, die du weiter wartest, wir schreiben mittlerweile den 7. Rondra, werden 3 Frauen in die Stadt einreiten, allesamt in Rot gekleidet und einen schweren Anderthalbänder auf dem Rücken. Das Besondere ist dann, was dir auch direkt berichtet wird, während sie dann auf den blauen Palast zu reiten, es sind Drillinge. Und du kannst dich ein bisschen zurecht machen, kannst deine Kleider glatt streichen und sie dann empfangen. Vor dir stehen die Drillinge von Nasirabad. Und zwar Arika, Amani und Azina. Rondra mit euch. Wir kommen von Bibanel und Ayla. Wir haben gehört, dass ihr uns braucht, haben euch allerdings in Zorgan erwartet. Nun, eine umso größere Freude ist es mir, euch in Janka willkommen zu heißen. Ich hatte selbst nicht erwartet, hier zu sein, aber hier bin ich. Tja, wir haben schon viel von diesem Schuttloch gehört, aber ihr habt es wohl in kurzer Zeit den Göttern wieder zugeführt. Man hörte schon viel von euch und den Helden. Wir werden wohl nicht enttäuscht. Nun, ein Schutthaufen ist es immer noch, aber bereits um einiges göttergefälliger als noch vor einigen Wochen. Wie können wir dienen? Wir wurden angefordert, hier sind wir. Nun, für eine Stadtwache seid ihr wohl kaum die Richtigen, aber als strahlendes Vorbild für die Bevölkerung, gewiss. Wie lange habt ihr vor, hier zu bleiben? Das habe ich noch nicht entschieden. Ich werde noch Zwiesprache mit meiner Göttin halten. Die anderen wollen am 15. wieder aufbrechen. Ich muss noch entscheiden, ob ich sie begleiten werde. Nun, wir stehen euch zur Verfügung. Bilden Bauern aus, Soldaten, halten Zwiesprache mit euch, den Göttern. Wie auch immer, ihr verfügt. Ayla hat uns angewiesen, das zu tun, was ihr mögt. Wir haben gehört, dass ihr lange Zeit mit der von Baburin gegangen seid. Das bin ich und es war eine gute Zeit. Bibanel von Hengisfort. Sie nicken. Ich sah, wie sie die 3 Löwinnen rief in der Schlacht um Wahrung. Der Posaunenhall, wir erinnern uns. Stattlich. Nun, einen Tempel der Sturmlöwin gibt es in Janka leider nicht. Aber einer meiner Gefährten ist gerade dabei, einen Chortempel hier zu errichten. Vielleicht möchtet ihr dem einen Besuch abstatten. Wir werden mal sehen, ob wir ihn zu diesen Zwecken weihen können. Wir möchten natürlich doch eurem Mithelden, eurem Bruder, nicht das Recht absprechen und diesen Chortempel uns aneignen. Aber vielleicht wird ein Rondra-Schein dort guttun. Oder wir suchen uns eine eigene Stelle. Aber habt Dank, wenn ihr uns als Wesirer diese Erlaubnis erteilt. Nun, ich freue mich, wenn alle 12 Götter in dieser Stadt zugegen sind. Wie gesagt, richtet euch hier ein und ich werde euch in Kenntnis setzen, wie ich mich entschieden habe. Rondra mit euch. Rondra auch mit euch. So gehen sie ab. Die Entscheidung ist nach kurzer Zeit getroffen und sie akzeptieren den Malma als Heiligtum bzw. als Tempel, als Schreinstätte nicht und würden dann in der Arena
einen eigenen Rondra-Schrein aufbauen. Ja, da hat Zulamin mittlerweile auch ihr Pferd abgeholt, auf dem man sie jetzt auch öfter mal durch die Stadt reiten sieht. Und auch in Perainabad lässt sie sich öfter mal blicken. Und sie versucht wenigstens ein bisschen Kontakt zu der verschüchterten Bevölkerung zu kriegen. Allein schon, um sich selber klar darüber zu werden, ob sie hier gerne bleiben möchte. Also ob das eine Aufgabe ist, die sie für sich annehmen möchte. Denn Radar ist es ja auch immer sehr wichtig, was die Leute selber wollen. Und befiehlt nicht einfach so. Also das ist eine Aufgabe, die sehr lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Du würdest sagen, 10 Jahre, die du hier mit Hege und Pflege dich kümmern musst, damit das wieder zu einer aufstrebenden Stadt wird. Aber es ist möglich. Ja, also Zulamin fragt sich, ob das ihr Schicksal ist. Also ob das der Grund ist, warum Raja sie auf die Erde gesandt hat und sie eben so mit ihrer Gunst geehrt hat. Oder ob es etwas anderes ist, was Raja von ihr möchte. Und ja, mit diesen Gedanken beschäftigt sie sich, während sie auch den Raja-Tempel so langsam wieder herrichtet. Also sie schaut zum Beispiel mal, ob sich bei irgendwelchen lokalen Schneidern vielleicht noch feine Seidenstoffe finden und möchte dann gerne einen regelrechten Wald aus so dünnen, durchscheinenden Stoffbahnen in dem Tempel aufhängen. Und sie jagt auch ihr Pferd, das ja, naja, schon ein bisschen so ähnlich wie heilig ist, da Raja es als Prüfung zu den Menschen gesandt hat, wird sie das auch einmal durch den Tempel führen. Also Janam, wie sie die Stute getauft hat, wird dann in dem nach Rosen duftenden Wasser gewaschen und dann einmal triefend nass durch die Tempelhalle geführt und ihr die Statue gezeigt. Und Zulamin ist fest davon überzeugt, dass das die Heiligkeit des Tempels nur steigern kann. Die ABC-Schüler dürfen dann die Sauerei wieder wegputzen. Was das war's dann. Das sollten die wichtigsten Sachen gewesen sein, denke ich. Und es vergeht ja dann noch mehr Zeit. Und wenn dann die anderen schon so langsam zum Aufbruch, in Richtung Aufbruch denken, dann ist Zulamin so weit, dass sie ihre Göttin letztlich um Rat fragen möchte, was denn jetzt zu tun ist. Wie möchtest du das tun? Ich möchte eine Liturgie im Tempel wirken. Und zwar möchte ich über eine Prophezeiung den Rat meiner Göttin erfragen. Okay, dann gib mir gerne eine Liturgie-Kenntnisprobe. Du hast die Liturgie-Prophezeiung, ja? Ja. Oder den regeltechnischen Vorteil, auch das wäre eine Möglichkeit? Nein, ich habe nicht das Talent fürs Prophezeien, sondern nur die Liturgie dafür. Okay. Dann würfel gerne mal und wir können uns hinterher immer noch die Modifikatoren ansehen. Ich glaube, bei 22 Sternchen müssen wir gar nicht anfangen zu rechnen. Regeltechnische Auswirkungen von deiner Vision. Was tut die? Sie ersetzt gewissermaßen die Gabe Prophezeien und also ich weiß nicht, ob der Wert wichtig ist. Also es ist LKP-Stern halbe, wie wenn ich diesen Wert auf Prophezeien gewürfelt habe. Und ich bitte mit dieser Liturgie um einen göttlichen Fingerzeig. Und ich kann das auch gerne ausformulieren, wenn du möchtest. Du kannst das Gebet dazu an Raya bzw. die Götter gerne mal fragen. Genau. Gut, also nachdem die Wochen vergangen sind und Zulamin selbst in sich gegangen ist, um sich zu überlegen, ob das eine Aufgabe für sie wäre, hier den Rest ihres Lebens zu verbringen und die Stadt wieder aufzubauen,
Kommt sie eines Abends, als die Sonne gerade rot am Himmel steht und sich langsam dem Horizont zuneigt, in den Tempel der göttlichen Stute und kriegt sich vor der Pferdestatue hin und erzählt Raya, was jetzt der Stand der Dinge ist. Geliebte Herren, der Malma ist tot. Die Stadt ist befreit. Naja, mehr oder weniger. Es ist noch so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich habe wo angefangen, aber es nimmt einfach kein Ende. Darum frage ich dich, soll ich bleiben? Bianca wieder aufbauen? Als Visierer herrschen und als Geweihte deinen Tempel pflegen? Die anderen werden wieder aufbrechen in wenigen Tagen. Und mein Herz ist bei ihnen. Ein Teil von mir möchte sie gerne begleiten. Ich glaube, ich wäre sehr einsam ohne sie hier in Janka. Jetzt, wo sie bei mir sind, bin ich gerne hier. Aber so ganz allein? Aber dein Wille ist mein Wille. Und so frage ich dich, wohin möchtest du, dass ich mich wende? Ich bin dein Werkzeug. Gebiete über mich. Was auch immer du mir zugedacht hast, ich ergebe mich dem freudig. Du merkst, wie der rote Schleier sich über deine Gedanken legt. Und dann von einer anderen Kreatur weggezogen wird. Nass, blau und mächtig. Eine Entität, nicht göttlich, aber gewaltig. Nicht bösartig, sondern träumerisch. Ich verstehe nicht. Aber ich habe die nachtblauen Tiefen gesehen. Ulamin schaut sich einmal etwas paranoid rum und wirft einen Blick zu dem Wasserbecken, das vor einigen Wochen noch überwuchert mit unheimlichen Algen war. Und greift dann noch einmal nach den Hufen der sich aufbäumenden Pferdestatue. Eine Art Antwort ist auch das. Würfel gerne mal eine Pflanzenkundeprobe. Sie ist erschwert. Diese Erschwernis wird aber durch Kulturkunde Aranien abgebaut. Daran bin ich trotzdem nicht sehr gut, aber ich würfle mal.